Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Heute wieder mit einem Geschmackstest. Genau, und zwar habe ich bestellt, nicht wundern, es steht dann auf dem Kopf, Waterdrop. Die neue Waterdrop-Sorte ist bei mir eingekommen und ich habe Unterstützung dabei von meiner lieben Melone. Ja, denn vielleicht erratet ihr es ja, wenn Melönchen da ist, ist Melone drin. Ja, erstmal zu was anderem. Ich hatte jetzt lange kein Watertop mehr gehabt. Melunchen nimmt hier neben mir Platz. Ich hatte mir bei Amazon, da gab es diese Sorte auch kaufen, hatte ich mir was anderes bestellt. Eine andere Sorte, also etwas anderes von einer anderen Marke. Und zwar Infused. Bei 27 Degree aromatisierte Früchtetees. Das soll mit Melone sein. Es schmeckt nach Melone. Kann euch mal zeigen, wie das aussieht. Das sind wie ganz normal wie die Teebeutel. Aber es hat für mich ein Problem. Und irgendwie habe ich hier das Problem, dass das mal ausgelaufen ist, so wie das scheint. Ja, egal jetzt. Genau, ich hatte diesen Tee. Und ja, ihr könntet sagen, was ihr wollt. Natürlich kann man auch normale Teebeutel trinken. Man muss auch nicht diese kaufen. Man kann ganz normale Teebeutel trinken. Kann ich voll verstehen. Na? Wir sagen, ich trinke auch nur Wasser. Kann man machen. Viele sagen, legt ihr doch Früchte ins Wasser. Ich, für mich, mag es lieber süß. Ich bin nicht so ein süßer Mensch, aber in dem Fall bin ich süß. Und ja, ich habe jetzt auch schon meine schöne Watertrop-Flasche vorbereitet mit dem Frida Kahlo-Motiv. Nein, ich habe mir keine neue Flasche geholt. Ich warte immer noch auf die Adventskalender. Liebes Watertrop-Team. Wo ist der Adventskalender? Ich will ihn vorbestellen. Ich will den neuen Waterdrop Adventskalender haben. Danke. Nun zu der Bestellung. Erstmal zeige ich euch, was ich noch bestellt habe. Und zwar habe ich 4 Packungen bestellt. Und zwar gab es die jetzt günstiger, das Bestseller-Paket, um so zu sagen. So, nur noch greifen richtig. Da-da-da-da. Wir haben von hier Love, Use, Flair und Boost. Love ist Granatapfel, Goji-Beere und Cassandra. Die Sorte Use ist Pfirsich, Ingwer, Ginseng und Löwenzahn. Die Sorte Flair. Holunderblüte, Lindenblüte und Himbeer. Und die Sorte Boost, Johannisbeere, Holunderblüte und Acai. Das würde ich jetzt nicht als meine Lieblingssorten sagen, aber sind auf jeden Fall tolle Sorten. Sie schmecken lecker. Schöne Auswahl, gefällt mir, habe ich jetzt dazu. Babam. Weiß gar nicht, ob ich mir. Nee, ich habe noch einen anderen Karton, wo ich die dann einsortiere. Und dann gab es einen von der neuen Sorte 1 gratis ab 30 Euro Bestellwert. Und dann gab es das 4er-Paket von der neuen Sorte. Und 1 gratis. Das heißt, ich habe jetzt, wie ihr seht, 5 Pakete. Genau. Und es reicht ja, wenn wir uns eins anschauen und eins kosten. Und zwar haben wir in dieses Motiv. War dunkel. Jetzt seht das besser. Die Sorte heißt Breeze. Ja, wie durchatmen. Ich glaube, nach dem Sommer können wir alle mal Breeze machen. Da haben wir also abgebildet Gurken und Melone. Und ich würde euch jetzt einige Informationen dazu sagen, die hier hinten draufstehen. So sieht's aus, ne? Hinten drauf haben wir stehen Wassermelone, Gurke und Thymian-Geschmack, zuckerfrei, Vitamin C, Vitamin B6 und Biotin. Biotin wissen wir ja, wir Frauen für die Haare und für die Nägel, also Männer, das kann euch auch nicht schaden.
Genau, trink mehr Wasser mit Watertop. Haben wir auch wieder eine Flasche mit 400 bis 600 stilles oder prickelndes Wasser. Ich habe hier die Flasche vorbereitet, 600 Milliliter stilles Wasser, Leitungswasser. Dann legen wir den Würfel ein und der Genuss fruchtig genießen. Genau, erfrischend fruchtig genießen. Genau. Und das sind jetzt pro 500 Milliliter, also ein Watertop, sind das umgerechnet 5 Kalorien, 21 Kilojoule. Hat kein Fett, keine Kohlenhydrate, davon kein Zucker, Eiweiß 0, Salze 0,26 Gramm, Vitamin C 16 Mikrogramm, Vitamin B6 0,49 Mikrogramm und Biotin 22,5 Hykrogramm. Genau. Das sind die Informationen dazu. Ich finde, die Verpackung sieht richtig schön aus und der Tropf natürlich auch. Das Grün. Gefällt mir richtig gut, das Design. Ich hoffe, sowas kommt öfters. Und jo, ihr kennt das ja bereits. Wir machen hier oben auf. Diesen Blister hebe ich auf. Also die Verpackung hier. Und gebe die dann irgendwann mal gesammelt in meinen Waterdrop Store, der ist in Leipzig in den Höfe am Brühl ab. Und da bekomme ich dann auf mein Kundenkonto Punkte gutgeschrieben. Man bekommt Punkte für Geburtstag, für Freunde werben, für Bestellungen, für die Nutzung der App und halt für die Blister abgeben. Ich glaube, habe ich noch was vergessen? Ja, Bewertung von der Bestellung. Genau. Genau, also hier haben wir wieder unsere schöne Flasche und der Drop ist drinne. Der Drop ist noch nicht gelutscht. Der Drop, der löst sich erstmal auf. Bin mal gespannt, ob sich da eine Wasserfärbung ergibt. Es wird gleich trüb, das sieht man auf jeden Fall. Ja. Das Wasser vertrübt sich. Es riecht nach Gurke. Also es riecht definitiv nach Gurke. Könnten jetzt einige sagen, ja, mag ich jetzt nicht so. Ich mag Gurke. Als Kind hatte ich immer sehr gerne Gurke gegessen. Und mittlerweile, jetzt ist mir meine Blisterverpackung runtergefallen. Da ist sie. Mehr Blisterverpackung. Achtet nicht auf meinen Hintergrund, sagt die Melone. So, Melönchen, setz dich wieder hin. Ich sortiere jetzt mal meine Trops Blisterverpackung. Aha. Das sind schon 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 und 20. So sieht das dann gestapelt aus. 20 mal und 1, 2. Jetzt fallen sie mir runter heute. Und ich finde es nicht. Nein, es ist irgendwo runtergefallen, wo ich es nicht sehe. Da hinten. Unterm Tisch gerutscht. So. Ja. Wegpacken. Könnte man jetzt sagen, so geschicklich bin ich nicht, dass mir sowas schon runterfällt. Und dann habe ich die hier in so einen alten Verpackung von einer anderen Sorte, die ich leer gemacht habe, reingetan. Und dann zeige ich euch mal, wie so ein volles Blister aussieht. Volles Blister, volle Verpackung von so. Da habe ich jetzt hier die Oro-Verpackung und so sieht das aus. Da sind dann, wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 drin. 3 mal 20 Stück. Und da habe ich jetzt aktuell, muss nur mal fassen, okay, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 3 mal 20 habe ich schon zusammen. Plus jetzt die 29. Also, ne? Genau, 20 mal 3 und das mal 5.
Da haben wir schon 300 Stück, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau. Plus die 5, die 20. Sind wir so ungefähr bei 325 Stück, habe ich schon gesammelt. Und dann gibt es die als Punkte wieder. Genau, so in der Zeit hat sich der Tropf komplett aufgelöst. Wir haben hier oben natürlich noch eine kleine Schaumschicht. Aha, der Tropf hat sich noch nicht komplett aufgelöst. Er braucht ein bisschen länger. Normalerweise, was mache ich in der Zeit, wenn der Tropf, ich den da reingeworfen habe? Ich mache das immer abends, trinke ich immer meinen Watertrop. Und genau, da gehe ich halt in der Zeit ins, mache irgendwie Abendessen fertig, gehe mal kurz ins Bad. In der Zeit lasse ich den Tropf auflösen. Aber der braucht ein bisschen länger, das muss ich schon sagen. Und er sollte sich schon komplett auflösen, weil, naja, möchte man jetzt ungern trinken, ne? Das ist wie so ein Brause, Würfel. Sieht aber schon cool aus, wenn die sich auflösen. Ich glaube, das sieht man leider nicht so richtig in dieser Kamera. Ja, da warten wir einfach noch ein bisschen ab. Es gab, wie gesagt, auch noch neue Flaschen, neue Glasflaschen, auch mit so einem grünen Motiv und, also, ne, so grünen Motiv. Waren jetzt aber keine Wassermelonen oder Gurken abgebildet. Und es gab, diese Stiel, also, ne, Edelstahlflaschen. Gab es eine knallgrüne und auch so mit einem Muster drauf. Joa. Also wie gesagt, ich warte auf die Adventskalender. Also liebes Watertop-Team, warte auf Adventskalender. Möchte diese gerne haben. So, mal schauen. Ist ja immer noch was da. Es ist tatsächlich immer noch ein bisschen da. Deswegen warte ich ab, weil ich möchte ja den Geschmackstest zum den allerersten von dieser Sorte schon komplett haben. Also nicht mit Pausewürfel im Mund. Genau, also müssen wir noch warten. Ja, also ich finde jetzt auch Waterdrop hat jetzt viel am Design nochmal geändert. Übrigens, hier sind immer 12 von diesen Drops in einer Packung. Und wie gesagt, das Design wurde ein bisschen angepasst, neu gemacht. Das ist zum Beispiel noch so was Älteres. Das ist nicht ganz, das ist ein bisschen erneuert worden schon, das Design. Hiervon ist dann schon neu, also das hier ist die neuere Verpackung. Da gab es eine alte von, die war so gelblich mit so einem lila Ton. Und hier sieht man halt so ein komplett neues Design. Ne? Also ein bisschen gemischte Farben auch wieder. Aber halt auch so mit der Frucht, dass man sie schon gut erkennt, finde ich, ne? Also bei den anderen hat man es auch gesehen, aber hier finde ich es irgendwie schöner. Also es gefällt mir sehr gut, das Design. Schauen wir mal. Es ist wirklich nur ein ganz kleiner Riss noch. Aber das ist jetzt nicht das Problem mehr. Er löst sich auf, fällt zu Boden, der letzte Riss. Gut, also. Wir haben eine leichte Trübung des Wassers, aber ein ganz minimal. Jetzt keine Farbe drin. Es riecht nach Gurke. Es schmeckt nach Gurke. Gurke und Wassermelone sollen ja vom Geschmack her leicht ähnlich sein. Ist gut, ja. Aber ich würde es jetzt nicht als meine Lieblingssorte bezeichnen. Also da finde ich, gab es von Waterdrop schon bessere. Ich finde die Sorte sehr erfrischend. Das ist eine Sorte, die geht sehr leicht zu trinken. Das heißt, man könnte das Wasser recht schnell, wenn man großen Durst hat, trinken. Es gibt Sorten, da braucht man ein bisschen länger mit dem Trinken. Die sind so ein bisschen nicht dickflüssiger, aber vom Geschmack schwerer. Das heißt, die brauchen ein bisschen länger, bis man sie getrunken hat. Das hier ist ein leichtes Getränk, das kann man wirklich recht schnell leer trinken und hat so seine Flasche leer. Sehr leicht, angenehm vom Geschmack auf jeden Fall. Und aber es ist, mir fehlt die Süße von der Wassermelone. Also man schmeckt eine Wassermelone ja,
Aber ich finde, die Gurke überwiegt. Man hat von den Soja Thymian sein, ne? Also irgendwie habe ich so ein, ich weiß es nicht, ob ich mir das vielleicht einbilde, aber so eine leichte Schärfe, also ganz, ganz minimal wie so ein Prickeln. Ist immer schwer zu beschreiben, aber es stört nicht. Das ist so ein Beigeschmack, der dabei ist, ne? Also irgendwas ist da noch mit dabei, was so eine Harmonie eingeht, so ein Mix. Ja. Also ich finde die anderen Sorten hier zum Beispiel, ich würde schon sagen, die hier, die Love-Sorte. Die war ja mit Granatapfel, Gucci-Beere und Chisantra. Die war ein bisschen fruchtiger vom Geschmack her. Also da hat man das intensiver rausgeschmeckt. Also so richtige Fruchtexplosion. Einen schweren Geschmack, würde ich sagen, ist dann Richtung Boost eher. Das ist so ein bisschen, braucht ein bisschen länger, ne? Und wie gesagt, das hier ist jetzt so eine leichte Sorte. Also das ist wirklich Wasser mit Geschmack. Das ist gut. Auf jeden Fall, aber ich finde, wie gesagt, die Gurke überwiegt. Aber schmeckt. Es ist okay. Also schmeckt auf jeden Fall. Ja. Also wer sich von Gurke nicht abschrecken lässt, wer sagt, Gurke trinke ich, also Gurkenwasser, also jetzt wirklich diese Salatgurke in Wasser, ne? Die trinke ich. Oder ich esse gerne mal eine Gurke. Für den ist der Geschmack geeignet. Er sollte aber nicht zu viel Wassermelone erwarten. Wenn er zu viel Wassermelone erwartet, dem empfehle ich eine Wassermelone. Ein Plüschtier. Mein Melönchen. Aber in dieser Sorte wird er die Wassermelone eher suchen müssen. Ne? Die ist nicht top vorhanden, die ist nicht gleich, zack, da ist sie. Also die muss man ein bisschen suchen. Man muss sich auf den Geschmack einlassen. Aber sonst, ich hatte noch keine Watertop-Sorte, die mir nicht geschmeckt hat. Wirklich absolut keine. Weil mit jeder konnte ich irgendwo nach rein schmecken, dann mich rein probieren und konnte es in die bestimmte Tageszeit mit einbauen. Ja, also von dem her, die neue Sorte, Breeze mit Gurkengeschmack, leichte Wassermelone und etwas leicht scharfen. Das ist das Thymian. Dann kann ich euch Breeze empfehlen. Ja, damit ist dann, würde ich sagen, machen wir auch jetzt Schluss. Und ich warte auf die Adventskalender und ich hoffe, Watertop liefert die Adventskalender bzw. veröffentlicht die bzw. gibt Informationen, wann man sie denn vorbestellen kann. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, würde mich über einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich auch über eure Meinung freuen, was ihr so an Geschmäcker mögt. Mögt ihr Watertop? Habt ihr schon mal probiert? Habt ihr andere Alternativen, die ihr gerne trinkt? Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch ein Abo da lassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, dass ich dann vielleicht bald die 100 Abonnenten knacke. Ja, also lasst es euch gut gehen und dann bis bald.